Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute Abend, das wusste ich gestern noch nicht, wir sind nicht im Fernsehen. Also hier ganz unter uns im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben heute, auch das ist anders als geplant, wir haben heute Nacht doch eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Also wir können uns über alles unterhalten, das euch interessiert, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist der Bernd. Und Bernd ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Bernd. Was ist dein Thema? Ich hatte zum ursprünglichen Thema angerufen. Zu welchem Thema? Zum Thema Leben ohne Sexualität. Ja. Und es ist so, mir ist schon immer Sexualität ein Fremdwort. Schon immer? Ja. Warum? Weil mir nämlich mit 13 Jahren ein Gleichaltriger dermaßen unten reingetreten hat, dass sexuelle Wünsche gar nicht erst zustande gekommen sind. Das heißt, dieser Junge hat seine Hoden zerstört? Richtig. Den Penis auch? Nein. Den Penis nicht? Aber 7/8 der Hoden sind weg. Ja. Nimmst du Medikamente ein? Dass du deinen Hormonhaushalt im Griff hast? Das nicht, aber ich bekomme Hormone gespritzt. Immer? Oder regelmäßig? Ich bekomme regelmäßig eine Depotspritze, 1 bis 2 Mal im Jahr. Ja. Aber diese Spritze müsste doch bewirken, dass du eine sexuelle Lust auch entwickeln kannst. Das tut sie nicht. Sie bewirkt nur, dass ich aussehe und wirke und äußerlich wirke wie ein Mann. Ah ja, das heißt, du hast einen normalen Bartwuchs, die Stimme ist männlich. Richtig. Und so weiter. Warum kann man das denn nicht so machen, dass die entsprechenden Wirkstoffe oder Hormone, die dafür zuständig sind, auch über diese Spritze verabreicht werden, die ansonsten die Hoden produzieren? Das tut man ja. Ich bekomme ja Testosteron per Spritze. Ja. Sonst wäre ich ein Eunuch jetzt. Ja, ist klar. Aber meine Frage ist, oder was mich so wundert, ist, dass man das nicht so dosieren kann, dass auch die sexuelle Lust stimuliert wird im Körper. Also ich weiß es von Fällen, wo Männer aufgrund von Hodenkrebs ihre Hoden verloren haben, dass sie dennoch eine sexuelle Lust empfinden und Sexualität auch praktizieren können, aufgrund der Verabreichung. Ja, und das würde ich gar nicht wollen. Ja. Das würde ich gar nicht wollen, weil mir dieses Thema schon immer fremd ist. Das war ja auch vor deiner Pubertät, ne? Ist das passiert? Mhm. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, Sexualität. Nein. Ne? Ich weiß zwar rein theoretisch, was es ist. Mhm. In dem Bereich, wo ich arbeite, ist ja, ich bin Krankenhausmensch. Mhm, mh. Pfleger oder was machst du? Oder Arzt? Nein, ich bin technischer Angestellter. Technischer Angestellter. Mhm, mh. Schichtleiter. Mhm. Ist das so, dass du auch nie eine Erektion hast, auch nicht eine... Nein. Nie? Nein, das Glied ist immer schlaff. Ja. Wenn du, gerade hier auch in meiner Sendung wird ja nun so viel über Sexualität gesprochen und die ganzen Medien sind voll überfüllt von Themen der Sexualität. Was denkst du dabei, wenn du das mal alles so hörst? Es ist so, dass direkt das Leben ohne Sexualität kein Problem ist für mich. Direkt nicht. Indirekt insofern, als dass ich weiß,
dass es mich einsamer macht, als ich sein sollte. Mhm. Wenn die Menschen von einem Orgasmus sprechen, kannst du dir vorstellen, was das ist? Um ehrlich zu sein, nein. Mhm. Nun ist Sexualität und Liebe ja nicht eins. Es ist manchmal sehr eng miteinander verknüpft, aber es ist nicht eins. Kannst du lieben? Hast du eine Liebe schon mal erfahren? Ich kann auf meine Art und Weise lieben. Hast du einen Partner oder eine Partnerin, die du liebst? Ich empfinde Liebe insofern, als dass ich Freunde habe. Ja, ja. Freundschaft, das ist eine Form der Liebe. Mhm, ja, ja. Aber das geht nie so weit, dass du halt auch dann die Menschen streicheln möchtest oder anfassen. So weit geht es gar nicht. Kumpelhaft anfassen. Kumpelhaft. Mhm. Schulter klopfen. Mhm. Oder mal auf die psychische Ebene Lob Ja, ich verstehe schon, wie du meinst. Das ist so. Oder sagen, wie wertvoll die Freundschaft mit dem und dem ist, oder? Weißt du eigentlich, ob du, wenn das nicht passiert wäre, ob du ein heterosexueller oder ein homosexueller Mann bist? Kann man das überhaupt sagen? Das kann ich. Das wage ich nicht zu sagen, aber ich glaube, ich wäre ein heterosexueller Mann geworden. Merkst du irgendwie einen Unterschied, wenn du auf der Straße eine gut aussehende, leicht bekleidete Frau siehst oder einen gut aussehenden Mann? Oder ist es ja völlig egal? Das ist mir an sich egal, aber ich wage das deswegen zu sagen, weil ich mag allerdings auch sein, dass es an der Erziehung liegt. Mhm. Frauen gegenüber, ich meine, ich bin zu jedem höflich, aber Frauen gegenüber bin ich doch als Gentleman etwas höflicher als Männern gegenüber. Mhm. Ja, kann an der Erziehung liegen. Das ist, kann man gar nicht so aufdröseln. Du hast gerade gesagt, dass du dich damit so arrangiert hast, diesen anderen Teil des Lebens, den die meisten haben ja auch nicht alle, aber den die meisten haben, dass du den gar nicht haben möchtest. Nein. Mhm. Und zwar, ich habe ja, wie gesagt, keine Erfahrung damit. Mhm. Und die Erfahrung, die ich von außen her bekomme, durch die Medien, durch die Zeitung und so weiter, ist nur schlecht. Mhm. Liest nur über Vergewaltigung und so weiter. Stress in der Beziehung. Vielleicht lebst du wirklich ein ruhigeres und für dich harmonischeres Leben. Das kann durchaus sein, ja. Meine Freunde schätzen meine Moralbezogenheit. Ja, ja. Ja, vielleicht ist das viel stabilere Leben, was du führst, als das Leben, das wir führen, die wir von unseren Hormonen letztendlich gepeitscht sind und irrational bestimmt sind. Du kannst klarer an die Dinge herangehen. Sicher, aber ich weiß auch, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr viel Wärme abgibt. Mhm. Ich bin auf der anderen Seite auch ein Mensch, der keine Wärme an sich selbst abgeben kann. Der keine Wärme an sich selbst abgeben kann? Nein, ich kann keine psychische Wärme an mich selbst abgeben, das geht nicht. Wie meinst du das, an dich selbst abgeben? Ich meine das so, andere Menschen habe ich wesentlich lieber als mich selbst. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber ich habe meine Seele an andere Menschen, an die Menschen, die ich mag, an meine Freunde, an meinen Bruder, aber auch natürlich und vor allem an meine Eltern aufgeteilt. Mhm. Du hast jetzt mehrfach das Wort Freunde gebraucht. Wissen deine Freunde um deinen Zustand, was mit dir los ist? Die wissen das. Die wissen Jeder das. Weiß das. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Das ist dir auch nicht peinlich, das zu erzählen. Nein, das ist mir nicht peinlich. Es ist ja auch an sich nicht peinlich. Nein, überhaupt nicht. Aber es könnte ja Menschen geben, die sich dessen schämen. Würdest du sagen, dass du ein Mensch bist, der nicht einsam ist? Oder hast du manchmal das Gefühl der Einsamkeit? Ich muss sagen, ich bin auch ein Mensch, der sonst auch nicht sehr gesund bin. Ich habe ein Herzproblem. Mhm.
ich bekomme im Monat einen Herzschrittmacher eingesetzt. Mhm. Okay, das ist ja die gesundheitlichen Sachen. Ich meinte jetzt so das Seelische. Fühlst du dich manchmal einsam? Ja, weil auch psychisch bin ich auch. Ich bin ein Angstmensch. Ja. Ja. Und diese Angst richtet mich manchmal zugrunde. Mhm. Fast zugrunde. Mhm. Ich möchte nochmal auf das Thema, hätte ja eigentlich heute Abend sein sollen, Leben ohne Sex. Und das war ja auch dein Thema. Richtig. Kannst du mir vielleicht noch beschreiben, was in dir vorgeht, wenn du, was ja sicher auch schon mal vorgekommen ist, dass du mal einen, oder ich frage es erstmal vorweg, hast du schon mal einen Pornofilm gesehen? Das kann ich bejahen, ja, habe ich schon mal. So, wenn du das dann siehst, du siehst einen irrigierten Penis, du siehst eine Frau in sexueller Erregung und du siehst, wie Menschen miteinander schlafen. Was geht da in dir vor? Unverständnis. Mhm. Unverständnis. Keine Neugierde. Nein, Unverständnis. Mhm. Und aus eben diesem Unverständnis schalte ich dann auch sehr rasch ab. Ja klar, natürlich, du hast ja auch gar nichts davon. Es ist wie ein natürlich, wenn mein Vater dabei ist, der ist ja noch nicht alt, der ist 65. Mhm. Dann lasse ich das eingeschaltet, weil er ist ja... Weil ihm das gefällt, oder was? Er ist ein gesunder Mann. Ihm gefällt das, ja klar. Aber du hast einen ganz entscheidenden Satz vorhin gesagt. Bei all dem, man könnte jetzt vielleicht auch sagen, oh Gott, der Arme, aber ich sag das nicht, weil du hast gesagt, du möchtest so auch weiterleben, weil du das gar nicht anders kennst. Und nein, du hast dich so mit deinem Leben und deinem Schicksal arrangiert und dann ist das ja auch in Ordnung. Vielleicht täte es dem einen oder anderen von uns auch gut, vielleicht so zu leben, ich weiß es nicht. Danke dir für deine Offenheit, Bernd. Ich muss sagen, ich liebe Sendung, deine Sendung ist super. Ich danke dir sehr herzlich. Freut mich, dass du es sagst. Alles Gute von Herzen. Habe ich gerade so ein bisschen doch herausgehört, dass du dich seelisch nicht so ganz gut fühlst, vielleicht auch heute Abend? Mir geht es gesundheitlich nicht gut. Ja? Mir geht es auch seelisch oft nicht gut. Ich bin ein Angstmensch. Würdest du gerne noch ein Gespräch führen mit meiner Psychologin? Ja, gerne. Dann machen wir das so. Ich hatte es doch so im Gespür, dass das vielleicht doch besser ist. Dann kennst du das Prozedere ja auch. Du legst auf, das sage ich ja immer. Und meine Psychologin heute Nacht, das ist die Petra, ruft dich an. Ja. Ich wünsche dir noch... Vielen Dank, dass es deine Sendung gibt. Mach weiter so. Vielen Dank, Bernd, und dir auch alles Gute. Und wir rufen dich gleich wieder an. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Doreen ist jetzt hier bei mir. Ja. Und du bist 28 Jahre alt. Ja. Und hast mich angerufen. Ja, eigentlich auch zu dem Thema. Auch zu dem Thema, ja gut, dann können wir auch über das Thema reden, klar. Leben ohne Sex, so hatten wir es eigentlich veranschlagt heute. Mhm. Aber ihr, das sage ich jetzt zu den anderen, ihr könnt auch gerne zu anderen Themen anrufen, wenn ihr das möchtet. Doreen, warum hast du zu dem Thema angerufen, Leben ohne Sex? Ja, weil ich ein Riesenproblem mit dem Thema habe. Und gerade jetzt, weil ich halt auch einen Freund habe, mit dem ich seit 3 Jahren zusammen. Und ich denke, er könnte der Richtige sein, nur habe ich mittlerweile echt große Angst, ihn zu verlieren, weil ich halt einfach nicht so funktioniere wie normale Leute. Wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Was heißt denn, du funktionierst nicht so wie normale Leute oder normale Frauen? Ja, ich verspüre einfach nicht die Lust dazu und... Überhaupt nicht? Keine Lust auf Sex? Nein. Überhaupt nicht? Habe ich noch nie. Also Angst und Ekel ja, aber ja, keine Lust oder gar irgendwie Erregtheit. Orgasmus ist auch ein schlimmes Wort, wollte ich schon sagen. Ein Schimpfwort. Und, ein Schimpfwort ist das? Ja, irgendwie kommt das aus diesem Ekel heraus. Irgendwie so im, das heißt du, ja? So vom Gefühl her, aus dem Bauch heraus. So alles irgendwie, ja okay, einerseits beneide ich die Leute drum, weil sie es können und ich nicht. Und andererseits aber irgendwie, ja, ist es einfach nur abstoßend.
3 Jahre zusammen mit deinem Freund. Mhm. Habt ihr noch nie miteinander geschlafen? Nein. Wie hält er das aus? Ich weiß es nicht. Was macht er, weißt du das? Ich habe schon mal versucht, irgendwie so im Scherz rauszufinden, ob er, ja, ich meine, ja, wo er damit hingeht, weil ja? ich... Also, hat er eine Freundin noch nebenher? Nein. Geht er zu einer Hure? Nein, nein. Das heißt, er befriedigt sich laut seiner Aussagen noch nicht mal selbst. Noch nicht mal selbst? Glaubst du ihm das? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich denke, manchmal, vielleicht mag er mir das aus Scham einfach nicht sagen, dass er es sich selber tut. Wohnt ihr zusammen? Nein, also wir führen von Anfang an eine Wochenendbeziehung. Aber als ihr verliebt wart miteinander, da liegt das ja irgendwann an, dass man ins Bett steigt. Wie hast du ihm das denn dann begreiflich gemacht, dass du das nicht möchtest? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Auf jeden Fall habe ich ihm irgendwann habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass ich das nicht kann. Mhm. Dass ich das, ich habe immer wieder die Hand weggenommen oder Und ich glaube, irgendwann dann war es auch mal so, als ich noch nicht so klar mit ihm drüber gesprochen habe, dass ich mich wirklich, also dass ich irgendwie so ein Blackout hatte. Ich habe mich wirklich nur krampfhaft auf den Bauch gedreht, habe mich zusammengekrümmt, habe mich einfach nur weggedreht. Ja. Wie ist es denn so mit Zärtlichkeiten? Lässt du das? Magst du das? Es kommt drauf. Streicheln? Ja, es kommt drauf an. Also so am Oberkörper kann ich eigentlich meistens genießen, aber auch nicht immer. Also soweit sind wir mittlerweile, aber das hat auch Zeit gedauert. Küsst du deinen Freund? Ja. Auch mit Zunge, einen Zungenkuss? Ja. Das schon. Das magst du auch? Nicht immer, aber meistens schon. Ja. Bevor du diese Beziehung hattest, hattest du da auch schon mal Freunde? Ja, ich war zwar lange Zeit solo zwischen ihm und den ersten beiden. Aber bei den ersten beiden ist auch nichts gelaufen. Doch, eben. Also, ich wollte es eigentlich nicht. Bist du mal irgendwann von einem Mann schlecht behandelt worden? Die ersten beiden. Von den beiden Freunden? Ja. Sexuell? Ja. Inwiefern? Also der erste Freund, den habe ich mit knapp 16 sind wir zusammengekommen. Mhm. Nach einem halben Jahr fing er an zu drängen, halt auf Sex. Mhm. Mir war zwar noch nicht so weit, aber hatte auch ein bisschen, war ich auch neugierig irgendwie, weil jedermann erzählt, es ist die schönste Sache der Welt und dachte, ach, probierst du mal. Und zweimal ausprobiert, dann fand ich aber einfach nur schrecklich. Mhm. Hat er dich denn gezwungen, es weiterzumachen? Ja, dann schon. Also öfter? Ja, es fing halt damit an. Also erst habe ich noch Nein gesagt. Mhm. Also nach diesen ersten beiden Mal habe ich ihm gesagt, nee, keine Lust und bla. Und dann hat er mich im Schlaf vergewaltigt. Mhm. Ist das öfter vorgekommen? Er hat dann angefangen, mich unter Alkohol zu setzen. Und irgendwann habe ich das einfach, weil ich auch so, er hat auch psychisch Druck auf mich ausgeübt irgendwie und ich hatte auch ein schlechtes Gewissen und auch Minderwertigkeitskomplexe, dass ich nicht so empfunden habe wie andere in meinem Alter. Er hat mir immer so seinen Freund vorgehalten, irgendwie, der halt so scheinbar eine Nymphomanin als Freundin hatte. Wie lange warst du mit dem zusammen, mit diesem Mann? 3 Jahre. 3 Jahre und man kann sagen, dass 3/4 der Zeit für dich ein Martyrium war. Ja. Und den zweiten Freund, mit dem du dann zusammen warst, da war das wieder so? Ja, am Anfang, das erste halbe Jahr war Himmel auf Erden. Ich habe ihm auch davon erzählt, irgendwie so. Mhm. Und weil er halt irgendwann mich angesprochen hat, von wegen, da ist doch irgendwie was, habe ich ihm davon erzählt. Und ja, das erste halbe Jahr hat er mir wirklich Himmel auf Erden. Also ihr habt auch keinen Sex miteinander gehabt im ersten Halbjahr? Ja. Und dann ist er auch quasi gewalttätig zu dir geworden im Bereich Sexualität? Ja, er hat halt all meine Schwächen in der Zeit irgendwie auserkoren und wusste ganz genau, wie
ich mir das Gefallen mache und ihm zu Dienste bin, sozusagen. Was heißt das konkret? Heißt das, dass du vergewaltigt worden bist von ihm regelmäßig? Nein, also ich war einfach mittlerweile schon durch den ersten Freund so auf den Stand irgendwie so, dass ich einfach bedient habe. Einfach, dich hingelegt hast und hast es geschehen lassen? Nein, bedient. Bedient? Mhm. Bedient, weil der erste war halt auch sehr anspruchsvoll und... Also die Männer haben nicht mit dir geschlafen? Nö. Also denen war das egal, wie ich mich dabei fühle oder... Ich meine jetzt, ich will darauf hinaus, ist es zu einer richtigen geschlechtlichen Vereinigung gekommen? Ja, ja, klar. Das schon. Und dazu haben sie dich dann gezwungen? Ja, der zweite brauchte mich nicht mehr großartig nötigen. Er wusste schon halt... Wie du? Ja, und er hatte auch irgendwie eine andere Seite. Er hat in dem halben Jahr richtig schön vorgearbeitet, mich von Freunden und Familie distanziert schön. Mhm. Also er war wirklich clever. Und so, dass ich wirklich nur noch auf ihn fixiert war. Und dann fing er halt auch an, irgendwie, wenn er schlechte Laune hat, dann hat er mich halt quer durchs Haus geprügelt und solche Scherze. Doreen, bevor du diese Männer kennengelernt hast, als du 16 warst, hattest du da auch so eine Aversion gegen alles Geschlechtliche? Das war für mich überhaupt kein Thema, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Du hast als Jugendliche nicht onaniert? Nein, nie. Mhm. Hast du das denn selbst mal, irgendwann mal versucht, es dir selbst zu machen? Ja, irgendwann später, weil ich mit meiner Schwester halt mit drüber gesprochen habe und sie mir dann den Tipp gab von wegen, erkunde deinen Körper erstmal selber und guck, was dir gefällt, aber... Aber ist dir nicht gelungen? Es hat mir nicht gefallen, ich fand es auch grässlich, einfach nur. Bist du, als du Kind warst, ist da irgendwas Schlimmes mal passiert? Hat sich jemand Älteres an dir vergangen? Es wird vermutet, ich weiß nichts davon. Ich habe auch relativ wenig Erinnerungen an meine Kindheit. Wer vermutet das? Du sagst, es wird vermutet. Ich war schon bei mehreren Therapeuten halt, weil ich halt auch essgestört bin. Mhm. Und weißt du, das klingt natürlich wirklich so, was du erzählst, dass du eine sehr intensive psychologische Betreuung oder Behandlung brauchst. Ja, aber weil so ein Mann wie du... keinen Psychologe geschafft, also ich meine, möglichen Themen, aber irgendwann hörte ich dann immer nur diese Sprüche von wegen, das ist was ganz Natürliches, das steckt auch in dir und ja toll, das weiß ich theoretisch auch, aber damit kann ich nichts anfangen. Verstehe. Das heißt, du hast noch nicht den richtigen Psychologen gefunden, das ist das Problem. Ja, wahrscheinlich, nur wo findet man den? Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil das ist ein großes Glück, was du da im Moment hast, dass du einen Freund gefunden hast, mit dem du 3 Jahre zusammen bist und der keinen Sex haben will. Das ist völlig unüblich. Ja, er will ja schon, ich merke es auch ja, selber. Und die Gefahr ist natürlich, dass so etwas dann doch irgendwann kaputt geht. Ne? Ja, eben. Und schön wäre es natürlich, wenn du Zugang zu dir selbst finden würdest, wie auch immer, um das zu lösen, dieses Problem. Ja, bloß wie? Ja. Es geht nur, indem du einen Menschen suchst, und das ist, glaube ich, das große Problem, zu dem oder mit dem die Chemie stimmt. Die Chemie muss stimmen zwischen dir und dem Psychologen oder der Psychologin. Und da kann man keinen Tipp geben, da musst du suchen. Wenn du das willst, dass da sich was verändert, musst du suchen. Und immer wieder vorfühlen. Ich kann dir da keinen Tipp geben. Und ich werde dich auch gar nicht an meine Psychologin weitergeben, weil die wird dir dasselbe erzählen. Ja, ich weiß. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung bei deiner Sendung, vielleicht auch, weil ich fühle mich unheimlich einsam. Ich weiß einfach nicht irgendwie... Ja, ich fühle mich richtig als Außenseiter. Mhm. So ein kleiner Maßmensch, so in der Art, weil ich irgendwie nicht so kann wie andere Leute. Und... Vielleicht geht es anderen Leuten genauso. Ja, und insofern werde ich dich doch gleich nochmal mit meiner Psychologin verbinden, weil die soll mal nachschauen, ich hoffe, dass sie mir gerade zuhört oder ich bitte, das sonst ihr zu sagen, ob es nicht irgendwo in Deutschland eine Selbsthilfegruppe gibt von Menschen, die in ähnlicher Weise betroffen sind wie du. Mhm. Und das wäre natürlich nicht schlecht, wenn du mit denen, wenn es auch nur telefonisch wäre, Kontakt mal aufnehmen könntest. Die wiederum haben vielleicht auch einen Tipp für dich, wie du zu einem guten Sexualtherapeuten gelangen kannst oder wo einer ist oder so. Ja. Ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die ich dir noch anbieten kann, dass wir vielleicht dir da irgendwie eine Adresse vermitteln könnten. Mhm. Sollen wir es so machen? Okay.
Ich wünsche alles Gute, du legst auf und wir, das heißt die Petra ruft dich wieder an, okay? Okay. Doreen, alles Gute, tschüss. Danke dir. Jetzt ist ein Mensch dran, von dem ich nicht weiß, ob er Männchen oder Weibchen ist. Er, sie ist 19 und hat einen Kosenamen und heißt Flo. Hallo. Hallöchen, Domian. Ein Männchen. Ja, ein Männchen, genau. Hallo Flo. Ja. Du heißt wahrscheinlich Florian, ne? Ja. Dachte ich oder mal. Auch Floika, man sagt so viel. Nee, wie heißt du denn richtig mit Vornamen? Richtige Vorname ist Florian. Doch, Florian. Mhm. Ja. Zu welchem Thema? Das ist Schlafen, Schlaflosigkeit, Angst, Stress, Angst. Ja. Ja. Folgendes Problem. Seit etwas über 2-3 Monate hinweg habe ich ein Problem mit dem Einschlafen. Mhm. Ich bin zur Arbeit, ich bin Auszubildender. Was machst du für eine Ausbildung? Ich bin ein Auszubildender als Bürokaufmann. Bürokaufmann, mhm. Ja. Ich bin da innerhalb von 2 Monaten fast oder knapp 15 Mal zu spät gekommen. Durch Verschlafen her. Mhm. Und Chefin mahnt schon an, machen sie es noch ein paar Mal, dann können sie sich ihre Papiere abholen und hin und her. Mhm. Und ich habe panische Angst, nach abends einzuschlafen. Ich gehe also schon manchmal um 9 Uhr ins Bett, kann dann nicht schlafen, dann drehe ich mich hin und her und um 10 Uhr oder 11 Uhr sage ich mir dann, da hat keinen Sinn mehr zu schlafen. Mhm. Die letzten 3 Tage waren extrem gewesen. Mhm. Da hab ich habe halt wirklich, hört sich blöd an, aber ich habe 23 Wecker. Ja. Weißt du, was sehr lustig ist, dass hier jetzt zwei Leute miteinander reden, die das gleiche Problem haben. Ich habe auch ein sehr großes Schlafproblem und seit Jahren schon. Und bin am Ende meines Lateins angelangt. Ich habe alles ausprobiert und tausend Sachen gelesen und habe keine richtige Lösung. Aber das muss nicht für dich gelten, das ist für jeden anders. Was ich gerade direkt fragen wollte, ist das erst, seitdem du diese Ausbildung machst, seit 2-3 Monaten? Das ist extrem, läuft sich das seit Oktober. Seitdem habe ich meine Wohnung hier. Und die Ausbildung läuft wie lange? Seit? Seit August 98. Ach, seit August 98 schon. Also da gibt es keinen Zusammenhang. Mhm. Nee, da gibt es nicht. Da hast du, wohnst du seitdem alleine, seitdem das richtig schlimm geworden ist? Da wohne ich alleine, seitdem wohne ich alleine, ja. Mhm. Und vorher hast du zu Hause noch gewohnt? Vorher hatte ich noch bei meinen Eltern gewohnt gehabt, dann hatte ich mit einer Freundin zusammen gewohnt. Und da war ja immer jemand da gewesen, der sagen konnte, hör mal, jetzt steh mal auf hier. Ne? Also ist das Großproblem bei dir, dass du Angst hast zu verschlafen? Ja. Aber ich meine, da ist ja der ganz profane Trick mit den 23 Weckern schon mal nicht schlecht. Die einen davon hörst du doch, oder? Ja, meine Nachbarn hören den auch, die brauchen sich selber keine stellen, die sind mir sehr dankbar dafür. Weißt du, das ist nämlich auch lustig, das kenne ich auch, dass ich Angst habe zu verschlafen und deshalb nicht schlafen kann. Mhm. Aber da hilft bei mir wirklich die, bei mir sind es nicht 23, sondern 4 und einen von den 4 höre ich dann schon. Nee, ich habe damit extrem Probleme, also ich mache das Ding dann ausschmeißen, da schmeiße dann in der Ecke und drehe mich weiter um. Aber doch nicht 23? Doch, ich habe so 2 kleine Pieper. Die schmeißt man hin, dann fällt die Batterie raus, dann ist das okay. Mhm. Dann habe ich noch einen Radiowecker, den kann man auf 2 Zeiten programmieren. Und eben die restlichen, die habe ich hier auf dem Handy gespeichert, mit dem lautesten Ton in der Suche. Ja, dann mal, wie groß ist deine Wohnung? Meine Wohnung hat 40 Quadratmeter. Ein Zimmer oder zwei? 2,5 habe ich. 2,5. Dann installiere doch einen Wecker in dem Nebenraum, in dem du schläfst. Also nicht in dem Raum, in dem du schläfst, sondern im Nebenraum. Dass du da gar nicht hinreichen kannst zum Ausschalten, sondern dass du wirklich dann aufstehen musst, um ihn auszuschalten. Das habe ich aber auch schon gehabt. Und das nutzt auch nichts? Dann gehst du wieder zurück ins Bett? Ja, dann stehe ich auf, marschiere wieder zurück und lege mich hin. Also keine Ahnung, das kriege ich auch manchmal gar nicht mit. Ich hatte einen Tag, war ein Kollege hier gewesen, wollte übernachten und von hier aus direkt zur Schule dann gehen. Mhm. Er sagte mir, ich bin an ihm vorbeigelaufen. Er hat mich wohl angesprochen und ich bin schnurstracks wieder zurück und habe mich hingelegt und habe geschlafen. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie so eine Art wie Schlafwandeln, so in der Art. Ne? Mhm. Ich habe wirklich Angst davor. Ne? Ich denke immer zu darüber nach, ob es irgendwas mit deiner Wohnung zu tun hat. Aber offensichtlich ja, wenn es vorher nicht so krass war. Wenn vorher Menschen da waren. Es war nicht so extrem, ja. Aber die Veranlagung... kam schon mal vor, ja. Mhm. Mhm. Das weiß ich natürlich auch nicht. Weil das weiß ich wirklich nicht, weil ich da, wie gesagt, bei mir selbst, ich komme mir da selbst nicht auf die Schliche. Mhm.
Wenn das so dubios ist bei dir, dass da 23 Wecker, das ist ja absurd, nicht helfen. Das ist schon fast unglaublich. Das habe ich ja öfter schon gesagt. Das kann gar nicht sein. Und es ist wirklich so. Also die letzten drei Tage, da habe ich so in Abschnitten mal insgesamt sechs Stunden geschlafen. Ich schlafe also immer nur so, keine Ahnung, so Minutenmensch bin ich da geworden. Wie ist das denn so am Wochenende, wenn du... Genau, das ist das Lustige. Da bin ich morgens immer so um die Zeiten wach, hellwach, ohne Wecker, wo ich mich dann langsam zur Arbeit fertig machen müsste. Hast du Stress im Moment in der Arbeit, bei der Arbeit? Nicht nur bei der Arbeit, das ist auch finanziell ja wegen der Wohnung zum Teil. Also es ist natürlich oftmals wirklich ein Stressphänomen, dass einem zu viele Sachen durch den Kopf gehen und zu viele Sorgen plagen und sich das dann mit in die Nachtruhe hineinzieht. Das ist unter anderem auch meine Prüfung mit dabei. Ja, siehst du, ja, ja. Ja. Das ist natürlich... Einfach nur Angst. Vielleicht kann man nur hoffen, dass sich das alles ein bisschen beruhigt, wenn du deine Prüfung über die Bühne hast. Wann wird das sein? Die Prüfungen fangen an am 15., 16. Mai und gehen bis Anfang Juni diesen Jahres. Also ein halbes Jahr. Wieso finanziell hast du dich mit der Wohnung übernommen? Es war so gewesen, ich hatte auch schon mal versucht durchzukommen. Ich hatte damals mit meiner Freundin eine Wohnung. Wir haben uns getrennt, ich bin ausgezogen und zu meinem Vater zurück. Irgendwann gab es dann halt Palaver. Ich hatte nicht mal den Freiraum, den ich mal ursprünglich hatte. Hab den dann auch beansprucht. Mein Vater und ich hatten da alleine gewohnt. Und in dem Sinne war dieser Raum ja irgendwie da gewesen. Nur er wollte diesen Raum freihalten für seine Ex-Freundin. Inwiefern hast du jetzt finanzielle Probleme dadurch? Ich muss von 1.000 Mark... muss ich hier im Monat klarkommen. Und wie viel? 535 Mark Miete. Ah ja. Dann kommen noch die bekannten 52 Strom. Aber das bedeutet ja auch, dass nach der Prüfung sich da hoffentlich dann auch etwas tut bei dir, dass du auch ein bisschen mehr Kohle verdienst. Ja, nach der Prüfung kommt ja erstmal die, nach der Ausbildung werden erstmal auf jeden Fall 2-3 Monate Arbeitslosigkeit dastehen. Also die Firma wird mich nicht übernehmen. Eben auch wegen der Bundeswehr. Also ich merke schon, es kommt ein Ding nach dem anderen. Ne? Ja. Also da kann ich dir keinen, weiß ich, da würden zwei Dilettanten jetzt miteinander ratschlagen. Was kann man da tun? Also es, aber wo du jetzt schon anfängst zu erzählen, es hat natürlich mit deinem Leben zu tun. Ne? Und da muss man dann, das sage ich auch immer zu mir, man muss an dem eigenen Leben irgendwie ein bisschen was verändern, sofern das geht, um ein etwas mehr Ruhe mit in die Nacht hineinzuziehen. Ich weiß das nicht. Ich habe mit so vielen Ärzten schon gesprochen und alle stehen da immer ganz hilflos da. Und dann sage ich auch immer, ja, aber und dann, das war's dann. Ja, ich war auch schon im Hausarzt gewesen, habe Schlaftabletten besorgt. Ja, vergiss es, mach es nicht. Das bringt nichts, dann werde ich morgens noch schlechter machen. Ja. Ich habe dann einen Tag gemacht, da bin ich auf der Arbeit rumgerannt wie eine Schlaftablette. Also, Flo, ich muss dich jetzt unbefriedigt verabschieden mit gemeinsamer Ratlosigkeit. Ich weiß es nicht. Wenn du einen Tipp hast, ruf mich an. Wenn ich einen Tipp habe, ruf ich dich an. Alles klar. Ja, so verbleiben wir mal. Alles klar. Schlaf gut, ne, sage ich mal zynischerweise. Schauen wir mal. Ja, wann musst du raus? Ich muss wieder um 8:30 anfangen. Naja, es geht ja noch. Jetzt, wir haben ja Wechselschicht. Ja. Von 8:30. Dann 8 Uhr nächste Woche und übernächste Woche kommt die gefürchtete Frühschicht von mir, 7 Uhr. Ne? Oh ja, ja. Na gut. Tragisch. Ich wünsche alles Gute. Toi, toi, toi. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr. Nee, 1.34 Uhr und jetzt unser kleines Päuschen. We'll be right back.
schon ist ein Minütchen rum, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir ausschließlich im Radio, zu hören, nicht im Fernsehen. Und wir haben eine offene Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Wen habe ich jetzt? Bettina. Bettina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Bettina. Was ist los? Was ist los? Ja, ich habe ein kleines Problem und zwar geht es um Sex. Mhm. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn ich einen Freund habe und ich schlafe mit dem, dann kriege ich absolut keinen Orgasmus. Mhm. Noch nie gehabt mit einem Freund? Mit einem Mann? Mit einem Mann noch nie, nein. Mhm. Mit dir selbst ja? Ja, mit mir selber ja. Ja. Das ist das Problem. Ich habe keine Lust mehr, das ständig selber da zu machen. Ja. Ich möchte das gerne mal erleben, wie es mit einem Partner ist. Ja. Aber immerhin, ne? Aber immerhin funktioniert es alleine mit dir. Ja. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich habe so oft schon Gespräche gehabt, wo es überhaupt nicht funktionierte. Auch nicht alleine. Mhm. Hast du das auch, hast du im Moment eine Beziehung? Im Moment nicht, nein. Hattest du mal eine längere innige Beziehung? Ja. Wie lange? Das längste war 1,5 Jahre. Immerhin, mhm. Mhm. Wusste der Freund von deinen Problemen? Ja. Du hast es ihm erzählt, du hast ihm nichts vorgespielt. Nein, ich habe ihm von Anfang an die Wahrheit gesagt, offen und ehrlich. Mhm. Und er hat sich auch bemüht, ne? Also wirklich, also versucht da irgendwie was zu machen, aber es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, ihr seid ganz offen damit umgegangen und habt auch im Punkto Sexualität Experimente gemacht. Ja. Das eine oder andere ausprobiert und euch versucht irgendwie ranzutasten, aber es hat nicht funktioniert. Ja, genau. Mhm. Gab es denn schon mal Situationen, wo du so haarscharf davor warst? Mit einem Mann? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass du da ganz viel drüber nachgedacht hast schon. Ja, am Anfang nicht. Also so die, ja, wie soll ich erklären? Also am Anfang, wenn man gerade so als Teenager, da macht man sich noch keine großen Gedanken darüber, weil dann ist das eh alles neu. Und ich habe auch viel gehört, dass das dann sowieso noch nicht funktioniert. Aber im Nachhinein habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Mhm. Hast du eine ansatzmäßig eine Mutmaßung? Nee. Mm-mm. Denn diesen Freund, mit dem du 1,5 Jahre zusammen warst, hast du geliebt. Ja. Das heißt, du hast dich, eigentlich hättest du dich richtig gehen und fallen lassen können bei ihm, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und das ist dann trotzdem nicht passiert. Nein, leider nicht. Gab es sonst irgendwelche Sachen, die du schon ausprobiert hast, um dir selbst da auf die Schliche zu kommen oder um es einfach zu erfahren? Wie meinst du das? Hast du schon irgendwelche Sachen ausprobiert oder sonst noch? Nee. Das nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr kompliziertes psychologisches Ding. Was man hundertprozentig nicht in ein paar Minuten, auch nicht im Rahmen hier eines solchen Gesprächs, in der Sendung rauskriegen kann. Mhm. Und du bist 23, was hab ich gesagt, 23, 20, ne? Ja. Und das ist ja schon auf die Dauer frustrierend, ne? Wenn das ja, so ist. Ja, irgendwie schon. Jetzt im Nachhinein, ja, also die letzten ungefähr 1 bis 2 Jahre mache ich mir schon ernsthaft Gedanken darüber, weil es kann auch sein, weil ich auch sehr viele psychologische Probleme habe, also psychische Probleme. Ja. Also ich muss jetzt auch bald, also nächste Woche gehe ich auch in eine Therapie. Mhm. Weswegen gehst du in die Therapie? Ja, wegen, wie nennt man das, psychischen Problemen auch, weil ich auch viel hinter mir habe. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon öfters mal angerufen, bin aber leider nicht durchgekommen. Also was heißt nicht in deine Sendung da live reingeschaltet worden. Was sind das denn für Probleme, die du hast? Einiges. Sag mal so nur Stichworte, wir wollen uns gar nicht vertiefen. Ganz kurz gefasst, ja, also zum Beispiel, ich hatte zwei Ex-Freunde, also einer, also zwei meiner Ex-Freunde zum Beispiel, also da habe ich eine schlimme Zeit hinter mir. Mit dem einen war ich ein gutes Jahr zusammen, von dem habe ich auch ein Kind. Aha. Der hat mich in der Schwangerschaft geschlagen. Mhm. Ich durfte nicht raus, er war krankhaft eifersüchtig, meinte immer gleich, ich hätte was mit dem anderen. Und ich durfte eigentlich gar nichts. Der hat mich belogen, betrogen nach Strich und Faden. Mhm. Und der zweite, der hatte ein Alkoholproblem. Und jedes Mal, wenn er was getrunken hatte, kam auch seine Eifersucht hoch. Und wenn ich mal nicht mit ihm schlafen wollte, dann hieß es gleich, ich habe einen anderen. Mhm. Und hat mich auch dermaßen verprügelt. Mhm. Also ich habe schon einiges hinter mir. Mhm.
Hast du auch ein sonstiges Problem? Bist du essgestört zum Beispiel? Ja, auch. Deswegen hatte ich ja auch schon mal angerufen. Wie, was für eine Essstörung hast du? Ja, also ich habe dermaßen abgenommen. Also ich war schon mal im Hausarzt. Ich bin 1,68 Meter groß und wiege zurzeit 50 Kilo. Und mein Hausarzt meint, das ist zu wenig. Ich müsste in der Regel 60 bis 65 Kilo haben. Und das heißt, wird immer weniger. Isst du sehr wenig oder erbrichst du? Gar nichts. Ich esse eigentlich praktisch nur noch zum Überleben. Also wenn ich wirklich nicht mehr kann. Also dann esse ich vielleicht mal einen Joghurt, wenn es hochkommt oder so. Also Bettina, da lag ich, glaube ich, in meiner Einschätzung gerade am Anfang richtig, dass da ein komplexes psychisches Problem hintersteckt. Und das ist genau richtig, was du machst. Du gehst jetzt in eine Therapie. Wann fängt es an? Nächste Woche, sagst du? Ja, wahrscheinlich ja, wenn alles gut geht. Dann kann ich dir nur den Ratschlag geben, wenn du zu dieser Person einen Draht findest, dass du dieser Person gegenüber auch wirklich radikal ehrlich bist. Denn ich höre auch immer wieder, dass Leute in Therapien sind und dass sie ja ganz entscheidende Dinge gar nicht erzählen. Oder ja, ich hatte schon ein Vorgespräch da. Und ich habe nicht alles gesagt, weil also ich war auch schon so weit, dass ich mir schon das Leben nehmen wollte und so. Also weil irgendwie momentan fühle ich mich auch sehr einsam. Ich habe jetzt auch viele Freunde verloren, also Freundinnen und so. Weil bei den meisten habe ich gemerkt, die, wie soll man sagen, es waren in Wirklichkeit keine Freunde. Und ja, von meiner Mutter wurde ich jetzt auch mehr oder weniger, ja nicht direkt im Stich gelassen, aber mit der gerate ich auch ständig aneinander. Also ich merke schon, da ist... Also die halbe Welt bricht bei mir da ist zusammen. Ja, deswegen ist es genau richtig, dass du diesen Termin hast. Und wie war dein erster Eindruck zu dem Psychologen oder war es eine Frau? Ich habe beim Gesundheitsamt ein Gespräch gehabt, der da für mich zuständig ist. Das wurde durch das Jugendamt gemacht, weil meine Tochter, die ist jetzt dann so lange, kommt die jetzt in so eine Pflege. Achso, du kennst noch gar nicht den Menschen, mit dem du dann reden wirst. Also im Krankenhaus noch nicht, nein. Noch nicht? Nein, überhaupt noch nicht. Was heißt Krankenhaus? Wird das stationär sogar? Ja, wahrscheinlich ja. Ja, also dann kann ich dir nur wünschen, dass du an einen guten Typ gerätst. Und ich bitte dich oder rate dir wirklich, dich ganz zu öffnen. Ja. Denn wenn du eine Chance hast, dann nur, indem du da ganz, ganz offen bist und alle Karten auf den Tisch legst, Bettina. Ja, ist nicht leicht. Und das hängt alles zusammen, weißt du, dieses Problem, ich kriege keinen Orgasmus mit meinem Freund, das ist nur die oberste Spitze des Eisberges. Die Hauptprobleme liegen tiefgründiger und die kann man eben auch nicht so zack, zack ergründen. Also, ich drücke dir die Daumen für diesen Aufenthalt im Krankenhaus oder für die Behandlung, die psychotherapeutische Behandlung. Ja, danke. Und hoffe, dass es dir bald viel besser geht, Mensch. Ja, ich hoffe auch. Tschüss, Bettina. Ja, tschüss. Martin. Hi, Martin. Ja. 25 hi. Jahre. Das ist richtig. Und, was führt dich zu mir? Ja, eigentlich nicht das Thema, was heute dran ist. Ich rufe eigentlich wegen meiner Krankheit an, wegen der Epilepsie. Die habe ich seit 2 Jahren, seit meiner Herzoperation. Weil da etwas schiefgelaufen ist bei der Herzoperation. Also nicht bei der Operation direkt, sondern danach. Die haben mir den Beatmungsschlauch zu früh rausgezogen. Und da habe ich zu wenig Sauerstoff bekommen und seitdem habe ich das. Und das liegt wie lange zurück, sagtest du gerade? 98 war die Operation. 98. Was war denn das war das eine schwere Herzoperation? Ich habe eine neue Herzklappe bekommen. In dem Alter schon? Ja, ich habe seit der Geburt funktioniert die Herzklappe nicht, steht die. Und jetzt musste da eine neue rein. So, die Operation ist eigentlich, was das Herz betrifft, gut gegangen. Das ist eigentlich gut gegangen, nur danach. Nur wegen dieser, dass wir den Schlauch zu früh rausgenommen haben. Ja. Dadurch sind die elektrischen Anfälle ausgelöst worden. Ja, da habe ich im Moment zu wenig, also keinen Sauerstoff bekommen. Und also ein Arzt sagte zu mir, dass ich, dass mein Kopf damit noch nicht fertig ist. Und ich bekomme diese Anfälle auch nur im Schlaf. Wie sieht das denn aus? Das sind also richtig epileptische Anfälle, so ist es diagnostiziert. Ja. Du bekommst sie nur im Schlaf. Wie oft bekommst du sie?
ja, früher war das so, da habe ich zweimal in der Woche bekommen. Mhm. Und jetzt bin ich runter bis einmal im Monat. Merkst du das dann oder weißt du davon später was oder am anderen Morgen? Ja, wenn das kleine sind, dann bekomme ich das gar nicht so mit. Dann habe ich da nur morgens Kopfschmerzen. Mhm. So, und wenn das große sind, dann wache ich auf, mhm, und krieg das mit, aber kann nichts machen. Also ich sehe zwar alles und versuche da irgendwas zu machen, aber geht nicht. Also ich kann mich da nicht... Liegst du denn ganz starr auf dem Rücken? Nee, also ich zucke und wenn das so richtig große sind, dann stehe ich auch auf und gehe irgendwo anders hin und... Ach, das kannst du. Mhm. Ja, und wach dann am nächsten Morgen im Flur auf oder im Badezimmer oder... Ach so, du sackst dann in dich zusammen irgendwo in der Wohnung. Ja. Und schläfst dann... Mh. Ah, und also jetzt mit einer Freundin zum Beispiel, da habe ich das Problem, da kann ich irgendwie nicht, da habe ich Angst, mhm, mit ihr zusammen abends dann zu schlafen. Ja, klar. Also, nebeneinander, also weil ich Angst habe, dass dieser Anfall dann gerade dann auftritt. Mhm. Ist das mal schon mal passiert, dass du mit einer Frau zusammen warst nachts und da ist es passiert? Ja. Und wie hat die darauf reagiert? Ja, also schockiert war so und hat eigentlich nicht so darüber geredet und war weg am nächsten Morgen. Ja. Ja, war so? Ja, also die erste Freundin, die ich hatte, die wo ich auch zusammengezogen bin mit ihr, mhm, nach der Operation, da hatten wir getrennte Schlafzimmer und das wollte ich so, weil ich wollte nicht, dass wir zusammen in einem Schlafzimmer dann schlafen. Mhm. Und da war das eigentlich okay, aber bei der zweiten Freundin, da war es dann so, die hat das dann, konntest du das nicht mitmachen, also die wollte das nicht. Mhm. Und jetzt bist du alleine, solo seit? Ja, eigentlich seit knapp einem halben Jahr. Mhm. Mhm. Aber es tut sich ja etwas, ne? Wenn du sagst, dass das runtergefahren ist auf nur einmal im Monat, kann man daraus die Hoffnung ziehen, dass das vielleicht noch besser wird demnächst? Ja, also ich das ist ja bei mir so, ich nehme 14 Tabletten am Tag. Mhm. Also 13 sind gegen die Epilepsie, mhm, und eine ist für die Blutverdünnung. Mhm. Und da haben die Ärzte gesagt, also wenn das so runtergefahren wird, dass ich 5 Jahre lang keine Anfälle habe, mhm, dann kann man die Tabletten absetzen und dann habe ich dann keine Anfälle. Also diese Hoffnung ist da. Hm? Also da, schon, da kann man drauf hoffen. Momentan geht das nicht weiter runter. Mhm. Und, aber ich meine, das ist natürlich jetzt ein schwacher Trost, aber ist es nicht auch schon mal ganz gut, dass es nicht am Tage passiert? Ja gut, am Tag kann es auch passieren, wenn ich da schlafe. Da ist es zum Beispiel so gewesen, da bin ich mit einem Freund unterwegs gewesen, beim Autofahren. Mhm. Und ja gut, aber immer nur im Zustand des Schlafens, ne? Ja. Also es kann ja nicht mitten, so wie es ja manchmal bei epileptischen Anfällen zu beobachten ist, mitten auf der Straße oder während der Arbeit oder so. Das passiert dir nicht. Nee, das nicht. Mhm. Ja gut, bei der Arbeit kann es mir nicht mehr passieren. Ich bin seit der Operation bin ich Rentner. Mhm. Also mit 25 Jahren Rentner schon. Ja. Was machst du den ganzen Tag? Ja, also ich sitze jetzt viel vorm Computer und mache für einen Freund also so die Unterlagen und alles Mögliche und versuche irgendwie den Tag rumzukriegen. Mhm. Also schon auch ein bisschen einsames Leben, oder? Ja. Mhm. Mhm. Also viele stellen sich das so schön und einfach und schön, also vor den ganzen Tag zu Hause und nichts, ja, machen und trotzdem Geld kriegen und so. Aber das Geld, was ich kriege, davon kann man eigentlich auch nicht überleben. Mhm. Ja, vor allen Dingen hast du eine Krankheit und die sagen, das ist schön, ich möchte die sehen, ob die gerne auch deine Krankheit haben wollen. Ne? Also ja, so leicht ist das nicht, sollte man das nicht sagen. Aber ich habe gerade so auch das so verstanden, dass ein großes Problem für dich eben auch ist die Frauenwelt. Ja. Mhm. Weil da ist es so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir getrennte Wohnungen haben und die ist
wir schlafen dann einmal zusammen, da habe ich dann auch die Angst, dass das dann passiert. Aber bin ich jetzt zu idealistisch, wenn ich sage, es muss doch auch irgendwann dann eine Frau kommen, die dieses ebenso hinnimmt als Teil von dir, die damit vertraut zu machen ist und die dich auch so liebt, trotz deiner epileptischen Anfälle im Schlaf. Ja gut, das schon, aber von mir aus gesehen, also ich selber komme damit nicht klar. Also ich möchte eigentlich nicht, dass die das miterlebt und ansieht und... Ja, gut, das ist aber dann der erste Schritt, ne? Dass du das auch akzeptierst an dir. Nur dann kannst du da auch so offen mit umgehen, dass du es einem anderen Menschen zumutest. Wenn du schon da sehr verspannt bist und dich schämst oder Komplexe hast oder was weiß ich, funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Ja, es ist ja auch so, dass das bei diesen Anfällen, da zuckt man ja auch rum und alles Mögliche. Ja, deswegen muss man darüber reden und man muss das dem Partner genau erklären. Man muss dem sagen, ich sehe aus wie ein Horror, wie eine Horrormaske für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten. Ja. Ich zucke und ich sehe wirklich aus wie irgendwie ein Monster. Ja, da habe ich zum Beispiel bei einer habe ich gesagt, also wenn sie aufwacht, weil ich einen Anfall kriege und das merkt, dass ich einen Anfall habe oder kriege, dann soll sie sich einfach wegdrehen und die Ohren zuhalten. Und was? Und die Ohren zuhalten. Ja. Und ja, aber gut, das hat, wie ich dann einen hatte, das Glück hatte ich, dass ich da bei ihr immer nur kleine bekommen habe. Martin, wenn die dann auch blöd reagiert hat, aber ich habe ja gerade von der großen Hoffnung gesprochen, dass du eine Liebe findest und eine Liebe verkraftet sowas auch. Es gibt viel schlimmere Dinge, die Menschen haben und die trotzdem sehr geliebt und akzeptiert werden. Also ich kann da nur wirklich an dich appellieren, das ist schlimm, was du da hast, aber wenn dich jemand liebt, dann nimmt man das doch hin. Na und, dann erklärst du das, was da vor sich geht und dann ist das so. Das ist ein Teil von Martin. Und die Hoffnung besteht ja, dass es immer weniger wird. Ja gut, aber also ich habe die Hoffnung mittlerweile eigentlich gut. Ach Quatsch, jetzt sag bitte nicht, du hast die Hoffnung aufgegeben, eine Frau zu finden, die das hinnimmt. Wolltest du jetzt sagen, ne? Nee, auch, dass die Anfälle jetzt noch weniger werden, das glaube ich mittlerweile schon. Gut, dann gehen wir erstmal davon aus, umso wichtiger ist das ja, dass du es annimmst, dass du es akzeptierst. Wenn du davon ausgehst, dass die Anfälle sogar vielleicht lebenslang anhalten, dann musst du dich damit arrangieren. Und da musst du da auch ganz offensiv mit umgehen, wenn du dich in eine Frau verliebst. Das ist der einzige Weg, sonst vereinsamst du voll und ganz in deiner Wohnung. Ja, das hoffe ich nicht. Ja, ich auch nicht, Martin. Wirklich nicht. Und ich würde dir auch sagen, wenn du da so Schwierigkeiten mit hast, ich habe immer leicht reden, weil ich nicht diese Krankheit habe. Aber dass du dir dann vielleicht doch mal, das muss keine Therapie sein oder sowas, dass du dir nur mal für ein paar Stunden vielleicht ein bisschen professionelle Unterstützung holst bei einem Psychologen, wenn du gar nicht mehr weiterkommst. Ja gut, bei einem Psychologen habe ich mich bisher immer so gewehrt. Das ist das Einzige, wo ich jetzt immer gerne hingehe, ist eine Klinik. Da gibt es eine Spezialklinik in Bonn. Da war ich bisher einmal gewesen und die hat das sehr gut gemacht. Und da will ich auch wieder hin. Versuche ich mich auch wieder anzumelden. Ja, ist doch schon mal ein Weg. Dass die das nochmal nachgucken und vielleicht nochmal die Tabletten neu einstellen. Gut, und die können dich psychologisch auch betreuen? Ja. Ja, wunderbar. Also, du musst offensiv damit umgehen. Das ist, glaube ich, ein Fakt, das darf man gar nicht irgendwie zur Seite schieben. Nur so hast du eine Chance, damit auch einigermaßen gut leben zu können. Und offensiv umgehen heißt, du musst es für dich akzeptieren und auch Frauen, du kannst das einer Frau zumuten, die dich liebt. Das will die dann auch, das nimmt die auch hin. Wenn ich einen Menschen liebe und der kriegt epileptische Anfälle, na und? Na und, dann kriegt das er halt. Ja gut, aber der eine Freund, also das ist eigentlich, denke ich, das ist mein bester Freund und der hat zu mir gesagt, wie ich diesen Anfall bei ihm im Auto bekommen habe, als ich da eingeschlafen bin, den habe ich schon zweimal bei ihm im Auto bekommen.
da bin ich eingeschlafen, da hat er zu mir gesagt, ich soll auf nie wieder bei ihm im Auto einschlafen. Mhm. Ja gut, aber wenn das schon der beste Freund zu mir sagt, weiß ich nicht, was dann eine Freundin... Dann finde ich auch traurig, dass der beste Freund das gesagt hat, muss ich dir auch so offen sagen. Finde ich keine gute Reaktion. Vielleicht war der aber auch einfach erschrocken und auch nicht richtig vorbereitet von dir. Vielleicht hast du ihm das vorher auch gar nicht so minutiös erklärt, was da abgeht. Gut, mit dem habe ich früher zusammen gewohnt. Der hat das eigentlich alles mitbekommen. Achso, der hat gut, dann hat der jetzt von der Operation alles mitbekommen. Okay, dann hat der jetzt auch nach meinem Geschmack nicht richtig reagiert. Daraus ist aber nicht der Schluss zu ziehen, dass deine eventuelle Freundin, deine große Liebe, auch so reagiert. Martin, ich wünsche dir das, dass du das schaffst. Und ich wünsche dir, dass du in der Klinik noch einen Schritt weiter nach vorne kommst, sowohl medizinisch als auch psychisch mit der Sache zu Rande zu kommen. Und lass den Kopf nicht hängen. Es gibt gute Frauen, die das hinnehmen. Gut, das hoffe ich auch. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Jo, danke. Tschüss, Martin. Tschö. Ha, Jenny, 23. Ja, hallo Domian. Das mache ich keinen blöden Witz, ne? Was? Ich mache jetzt keinen blöden Witz wegen Jenny, ne? Ach so, nee, bitte nicht. Wahrscheinlich kriegst du das in letzter Zeit öfters zu hören, ne? Ja, ab und zu schon mal. Wobei, du bist ja blutjung, die ist ja schon steinalt gegen dich. Ja. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Na, so alt ist die auch noch nicht, ne? 27? Ich glaube auch, oder 28, 29. Ja. Jenny. Ja. Schön, dass du mich angerufen hast. Ja. Über was unterhalten wir uns? Ja, mein Thema ist auch Leben ohne Sex. Ist es wahr? Ja. Und zwar bin ich 23. Das erste Mal Sex hatte ich mit 22. Mein damaliger Freund, der hatte auch dann drauf nur gedrängt, sonst wäre es eigentlich gar nicht passiert. Und den Abend, also wir waren einen Monat zusammen, da haben wir das erste Mal zusammen geschlafen. Da hatte ich auch ein bisschen was getrunken und eigentlich ist es nur deshalb passiert. Also ja, und Sex ist für mich eigentlich ja mehr Zeitverschwendung. Also ich empfinde dabei nichts. Es ekelt mich eigentlich auch an. Jetzt haben wir es schon wieder. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist schon länger so. Eigentlich hat mich Sex irgendwie noch nie interessiert. Und wie war das? Ist das bei dir mit Orgasmus? Nee, auch noch nicht. Noch nie? Nee, noch nie. Auch nicht mit dir alleine? Nee, kann ich auch gar nicht machen. Du onanierst auch nicht? Nee, mache ich nicht. Du findest das auch sicher ein bisschen eklig, ne? Ja, ich find's eklig. Ich mag es nicht. Ich will auch gar nicht daran denken. Ich möchte mich auch gar nicht damit auseinandersetzen. Und also es ist aber schon ein Problem halt, weil ja, allerdings. War, ja, mit 23, ich hatte auch mal irgendwie, also ich möchte schon irgendwie eine Familie eigentlich haben, aber ich meine, da komme ich ja an Sex nun mal nicht dran vorbei. In der Regel nicht, nee. Geht auch anders, aber ja, das, der natürliche Weg ist über Sex. Ja, schon. Und es belastet mich eigentlich schon. Hast du denn eine Idee? Eigentlich ist das, dass du da so eine Aversion hast gegen Sex. Es kommen einem natürlich sofort üble Gedanken, ne? Ja. Das Mädchen hat irgendwas Übles erlebt früher. Ja, da liegt es noch nicht so ganz falsch. Also das stimmt, da möchte ich jetzt aber nicht so näher drauf eingehen. Ich hatte da auch schon eine Therapie gemacht. Ich bin auch selbst also autoaggressiv. Aber die Therapie ist auch ausgelaufen jetzt. Ist denn in der Therapie über diesen Vorfall, über den du nicht so reden möchtest, auch gesprochen worden? Ja, ist aber auch wenig. Also ja, aber das ist ja gerade der Knackpunkt, Jenny. Ja, ich denke, das ist genau das, was ich gerade zu Martin gesagt habe. Beziehungsweise habe ich es gesagt zu Bettina. Dass man, wenn man in eine solche Therapie geht, dann muss man auch die Karten auf den Tisch legen. Ja, schon, aber es ist mal auch sehr unangenehm. Ja, logisch, aber ja, alles ist halt ein bisschen kompliziert, wenn man etwas lösen will. Wenn man beim Arzt ist, hat man ja vielleicht, muss man auch mal auf die Zähne beißen, um etwas auszuhalten. So muss man das vielleicht in seelisch übertragen auch machen. Ja, ich denke auch, ich werde gar nicht irgendwie dran vorbeikommen, weil so möchte ich eigentlich auch nicht weiterleben, weil es ist... Weil du hast ein Problem. Dir ist irgendwas widerfahren, was deine Seele sehr verletzt hat. Ja, ist schon richtig. So, und damit musst du dich beschäftigen, um überhaupt diese Verletzung in den Griff zu kriegen. Ja. Wahrscheinlich wird sich alles andere dann so von alleine ergeben. Ja, kann schon sein, aber ich habe da also wirklich wenig Hoffnung. 2 Jahre lief die Therapie und das hat mich also nicht wirklich weitergebracht. Ich verletze mich nach wie vor selbst und ich habe immer noch. Da war es eine Scheißtherapie oder es war kein guter Psychologe. Oder du hast nicht aktiv genug mitgemacht. Ja. Da darfst du jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Du bist verdammt nochmal erst 23 Jahre alt. Wenn du jetzt 53 wärst, dann würde ich sagen, oh Jenny, vergiss es, aber. Ja, eigentlich habe ich schon sehr zur Seite geschoben, weil es ekelt mich wirklich an und eigentlich möchte ich es auch gar nicht mehr. Und je weniger ich mich damit beschäftige, desto besser geht es mir auch. Aber es wird dich immer wieder einholen, immer wieder wird es dich konfrontieren. Ja. Die Sendung ist jetzt zu Ende. Jetzt kann ich nur noch ganz schnell sagen, such dir nochmal einen Therapeuten, Jenny. Ja, ich weiß, dass alles kompliziert ist, aber nur so kann es klappen. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss.
So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spielkowski, Annette Bastian, Michael Jansen, Stefan Gehrig, Thorsten Pallut, Dirk Windhöse und Peter Ofsianowski. Morgen eine Aufzeichnung, Montag wieder live. Bis dahin, ciao.